Willkommen bei Bewegen. Eine Initiative von Mission is Possible. Seid ihr auch schon unter im Livestream? Are you still there on Livestream? Gerade war jemand da, der gestern im Livestream war. We had someone yesterday who was on Livestream. Wow, über den Livestream, da geht's auch ab. Wow, things really, really get popping on Livestream too. Also der Heilige Geist ist ja ständig auf Livestream. The Holy Spirit, he always works with Livestream. Nur wir hier im Fleisch haben das Problem, dass wir oft kein Livestream haben, gell? But we here, we're sitting here in our bodies, many times we have a problem receiving Livestream. Danke, Heiliger Geist, dass du ständig auf Livestream bist. Thank you, Holy Spirit, that you always work with Livestream. Seid ihr noch so fit für heute, ja? Ja. Ja? Wow, super, ist echt cool, absolut cool. It's really cool. You are too. That's resurrection power for you. Wir haben gestern was von Sohnschaft gehört, gell? Last night was all about sonship. Der Sohn ist der König. The Son is the King. Und was ist da mit dem Rest der Söhne? Was ist da mit dem Rest der Söhne? What about the rest of the sons? Mit dem König. Mit dem König. With the King. With the King. Und das wollen wir heute noch so richtig in unser Herz brennen lassen. We have to really let that get burned into our hearts. Wir sind adoptiert, um zum Könighaus zu gehören. We have been adopted so that we could be part of the King's household. Und weil wir Teil dieses Haushalts sind, haben wir auch ein Mandat. Because we're in this household, we have each other. Wir haben ein Mandat. Ein Mandat. We have a mandate. Und ich würde mich freuen, wenn wir das heute so gut entwickeln können, dass wir heute am Nachmittag dieses Mandat richtig toll ausspielen können. That'll really be good when we can carry out and fulfill this mandate. Jetzt werden wir sehr komprimiert den Vormittag überleben, um am Nachmittag wirklich das dann in diesen Ausdruck zu kommen, der nicht nur für uns etwas festlegt. We're gonna make it through this morning and everything, and then as we finished. Really make this strong in us. Sondern ich wünsche es mir auch vom Chef, dass etwas richtig massiv in alle betroffenen Länder rundherum hinausgeht. But I'm really trusting that the boss will do something in all of us that will spread out further. Und deswegen, weil wir das Mandat ergreifen. It's because we've grabbed a hold of our mandate. So, Heiliger Geist, jetzt mach mit uns da, was du willst. So we, Holy Spirit, we just take and make the best of what we're doing here. Und gebrauch den Kerl da. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling. Like a spring rain, mercy is falling, is falling, like your for me. Jesus, I receive your mercy. Jesus, I receive your grace. Jesus, I would dance for.
receive your mercy. Jesus, I receive your grace. Jesus, I will dance forever. Herr, deine Gnade. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. So wie der Regen im Frühling. Und durchdringt mich an. Nimm das jetzt einfach mal auf, wie seine Gnade zu dir fließt. Herr, deine Gnade fließt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade fließt und durchdringt dich Du schenkst mir Gnade, Jesus, und Barmherzigkeit, Jesus, wir wollen tanzen, Herr, vor dir. Lass uns das Lied einfach noch mal ein bisschen schneller spielen. Jesus, du schenkst mir Gnade, Jesus, und Barmherzigkeit. Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. Jesus, du schenkst mir Gnade, Jesus, und Barmherzigkeit, Jesus, ich will tanzen, Herr, vor dir. Wir wollen tanzen. Halleluja! Jesus, schenkst mir Gnade, Jesus, und Barmherzigkeit, Jesus, wir wollen tanzen, Herr, vor dir. Und einmal noch in Englisch, für unsere englischen Freunde. Mercy is falling, mercy is falling, like a sweet spring rain, mercy is falling, like over you, Jesus, I receive your mercy, Jesus, I receive your grace, Jesus, I will dance forever. Bevor Wislaw jetzt startet, darf ich Debbie noch kurz bitten. Sie hat ein herrliches Bild so, may uns ask mitzuteilen. Debbie, she got a great vision picture. Yesterday, during the as George was speaking and asking us to look for pictures, gestern als George gesprochen hat und gesagt hat, wir sollen nach Bildern vor unseren Augen schauen. I saw two pictures. Da sah ich zwei Bilder. The first one were these dark black mountains. Das erste diese dunklen schwarzen Berge. And the sky was very stormy behind them. Und der Himmel dahinter war sehr stürmisch. Then I saw another picture of those same mountains. Dann sah ich ein anderes Bild von denselben Bergen. And there was a sun rising up behind the mountains. Und dahinter ging die Sonne auf. And I saw these same mountains covered with this brilliant white snow. Und ich sah dieselben Berge und die waren bedeckt mit brillant weißem Schnee. It was so white that it was almost iridescent. Das war so weit, das hat fast geblendet. You could see all the different colors of the spectrum. Man sah alle Farben des Spektrums. And at times it looked like diamonds glowing off of the mountain. Und manchmal sah es aus, wie wenn da Diamanten auf den Bergen blitzen würden. And this morning the Lord gave me the interpretation. Und heute früh hat der Herr mir die Auslegung gegeben. He said, I am removing the stain over this nation, over this land and over this people. The stain.
also den Flecken. The sin, the blackness, okay. The und der Herr sagte, ich nehme den Flecken weg über diesem Land, über dieser Nation. And that I am rewriting a new history. Und ich schreibe die Geschichte neu. A new history over the land. Eine neue Geschichte über das Land. Over the nation. Über die Nation. And over the people. Und über das Volk. And even what we're doing today, yes, this whole weekend. Und was wir dieses ganze Wochenende getan haben. The Lord showed me a book that He's rewriting the history over this nation. Der Herr hat mir ein Buch gezeigt, das er neu schreibt über die Geschichte dieses Landes. And as we just sang the last song, I heard mercy is falling over Germany. Und beim letzten Lied habe ich gehört, Barmherzigkeit fällt auf Deutschland. It's not just falling over you, it's falling over the nation, over the land. Barmherzigkeit fällt nicht nur auf euch, sondern über die Nation, über das Land. Thank you. Danke. Hello, good morning. Hallo, guten Morgen. You see, I think it must be Holy Spirit that in all this time of intensive time, all this information and everything, you are still so enthusiastic. Also, das muss der Heilige Geist sein, dass alles so zusammenpasst. Ich bin wirklich begeistert. But you know, the word enthusiasm is from Greek word, it means full of God, fullness of God. Wisst ihr, das Wort Enthusiasmus kommt aus dem Griechischen und bedeutet voll von Gott. So that's why I'm saying that you, it must be Holy Spirit working here. Deshalb sage ich das, es muss der Heilige Geist sein, der hier am Werk ist. So we can go over our flesh. Also du kannst über dein Fleisch hinausgehen. It's joy for me to be able to share with you some of the thoughts that I have on my heart. Ich freue mich, dass ich euch etwas mitteilen kann von dem, was mir am Herzen liegt. It is really connected with this theme of Bewegen. It's a theme of Bewegen subject. Und das hat wirklich was, dieses Thema hat was zu tun mit dem Motto dieser Konferenz. Walk worthy of your calling. Wandelt würdig eurer Berufung. Walk worthy of your calling. Wandelt würdig eurer Berufung. And it's taken, I understand it's taken from Ephesians chapter 4, verse 1. Und wir verstehen das von Epheser 4, Vers 1. So this is what Paul says in this scripture. Und Paulus sagt in dieser Stelle das. He says, so I, the prisoner for the Lord, appeal to you. So ich, der Gefangene im Herrn, rufe euch auf. And you can say also encourage, plead with you, beseech. Und das kann man auch übersetzen mit ermutigen, anflehen, drängen darauf. It is very strong word. Es ist ein sehr starkes Wort. And it's like he says something that is important. He believes that is something very important. Also er sagt etwas, von dem er glaubt, dass es sehr wichtig ist. So he uses this word, Greek word parakaleo. Er gebraucht das griechische Wort parakaleo. I appeal to you, I encourage you or admonish you. Ich ermutige euch, ich rufe euch auf, ich ermahne euch. So shortly saying, this word means that you have to do everything to bring someone closer to his calling. Also, das heißt, man muss alles tun, um jemanden näher an seine Berufung hinzubringen. You use every possible way to bring someone closer to his calling. Gebrauche jede Möglichkeit, um jemanden näher zu seiner Berufung zu bringen. Tell me, what is our main and first calling? Sag mir, was ist unsere Hauptberufung, unsere erste Berufung? You know, we were, you know, in this conference, we've heard many, many scriptures, and this scripture also was quoted that I'm going to bring back. Wisst ihr, in dieser Konferenz, in diesen Tagen wurden viele, viele Bibelworte zitiert, und auch die, auf die ich jetzt hinaus will, die ist schon gefallen hier. Of course, we could say different things. Our the calling is to praise God, to worship God, and so other things.
Natürlich, man kann sagen, wir sind berufen, Gott anzubeten, Gott zu dienen. But this brings us to one most important thing. Aber am Ende läuft es zusammen auf eines, das das Wichtigste ist. Those they are calling in we read it in Romans 8, 28, 29, 20 and 30. In Romans, also in Römer 8, 28 bis 30 steht, that being called according to his purpose, wir sind nach seinem Vorsatz berufen, means to be conformed to the image of Jesus Christ. Und zwar, um dem Bild Jesu gleich zu werden. So our first calling is to become like Jesus. Also unsere erste Berufung ist, dass wir werden wie Jesus. This is very, very clear. This is the purpose of God to make us for the Father to make us like Christ. Das ist eindeutig. Gott hat uns berufen, damit wir wie Jesus Christus werden. And looking for this, we have to understand first thing: Jesus, even when he was on the earth, but he was not of the earth. Als Jesus auf der Erde war, war er auf der Erde, aber nicht von der Erde. His position was somewhere else. Seine Position war woanders. His position was heaven. His position was the kingdom of God. Seine Position war im Himmel, im Reich Gottes. So he was here on the earth, but he was working. He was doing things out of the kingdom of God. Er war hier unten auf der Erde, aber er hat gewirkt aus dem Reich Gottes heraus. So if we are to become like Christ, we have to become the same way. We have to represent kingdom of God here on the earth. Und wenn wir werden sollen wie Christus, dann gilt für uns das Gleiche. Wir sollen Gottes Reich auf der Erde von seinem Reich aus bewirken. And it is not only important what we do representing the kingdom. Und es kommt nicht so sehr darauf an, was wir tun, um das Königreich zu repräsentieren. But at first place it's important who we are as a kingdom people. Das Wichtigste ist, wer wir sind als Leute des Reiches Gottes. Who we are as kingdom people. Wer wir als Reich Gottes Leute sind. And it brings me to a place where we should be focusing so much on the nature of the kingdom and get a revelation really of the nature of the kingdom. Deshalb sollten wir wirklich auf das Reich Gottes schauen. Was ist das Reich Gottes? Wie ist es beschaffen? There is a nature there. There is a nature. There is a climate. There is an atmosphere. Das hat eine Eigenart. Das hat ein Klima, eine Atmosphäre. And you know, the characteristic of the nature of the kingdom. Und der größte Hauptunterschied des Reiches Gottes ist unity. Die Hauptsache im Reich Gottes ist Einheit. When you read the Bible and you see the relationship that is between the Son and the Father. In der Bibel siehst du die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. You see unity. Da siehst du, die sind in Einheit. Jesus says, when he prays for his people, he prays that they might be one as I and you are one. Als Jesus für seine Leute gebetet hat, hat er gebetet, dass sie so eins sind, wie du, Vater, und ich eins sind. This is not unity that is by the work of the between the Father and the Son. It's not by the work working out the unity, making unity. It's not. Das heißt nicht, wir müssen jetzt diese Einheit produzieren, wie sie zwischen dem Vater und dem Sohn ist. It's just nature. Das ist einfach das Wesen. This relationship that is not by negotiations, but compromises, but from the nature. Diese Einheit kommt nicht zustande durch Verhandlungen und Kompromiss, sondern sie kommt wesensmäßig zustande. And you know, Jesus says they might be one the same way as I and you are one. Jesus sagt, dass sie genau so eins sind, wie du, Vater, und ich eins sind. So this is so important, and I believe that we need revelation of this. Ich glaube wirklich, dass wir darüber Offenbarung brauchen. It's not enough just to have knowledge. Es reicht nicht, dass wir das nur im Kopf kapieren. Because our problem is that we think about unity from the
division perspective. Unser Problem ist, wenn wir Einheit hören, dann denken wir sofort Trennung. We have a history of divisions from the very beginning of church existence. Vom Anfang der Kirchengeschichte an haben wir eine Trennungserfahrung oder viele Trennungen. So we come from this place and then we're thinking how we can be one. Und aus dieser Perspektive denken wir, und wie können wir jetzt eins sein? And there are different movements, like ecumenical movements, that try to put everything somehow together that we can say that we are one. Und dann gibt es verschiedene Bemühungen, wie die Ökumene. Wir versuchen, das irgendwie zusammenzubringen, dass wir sagen können, wir sind eins. But this doesn't work, as you see. Aber es ist offensichtlich, dass das nicht funktioniert. You know, the history of the church is the history of divisions, as I said. Die Kirchengeschichte ist eine Geschichte der Spaltungen. And an interesting thing is even that even you know the every move of God at the end brought so many divisions. Und es ist so interessant, dass jedes Mal, wenn Gott etwas tut, kommt am Ende Spaltung dabei raus. Genuine moves of God. Echte Bewegungen von Gott eventually bring divisions. Bringen am Ende Spaltung. And I believe this is time to stop it. Und ich glaube, es ist Zeit, dass das aufhört. This is time to go another way. Es ist Zeit, einen anderen Weg zu gehen. Because all the divisions is from hell. Denn all diese Spaltungen sind von der Hölle. But saying this, we have to really make it clear about what is the church. Das habe ich jetzt gesagt, aber wir müssen auch klarstellen, was ist die Gemeinde? Otherwise we will be completely in mess. Was ist die Kirche? Sonst landen wir im Chaos. And as many times there was said here, the church is not anything else but people. Und das wurde schon oft hier gesagt, Kirche, Gemeinde ist nichts anderes als Menschen. What kind of people? Menschen welcher Art? Those they are members of different churches, denominations, movements. Der Leute, die bei irgendwelchen Kirchen, Denominationen, Bewegungen auf der Mitgliederliste those stehen. They go every Sunday they go to church. Oder die, die jeden Sonntag zur Kirche gehen, zum Gottesdienst gehen. Those that have a certain way of thinking or theology. Oder die mit einer bestimmten Theologie und einem bestimmten Gedankengebäude. What is the church? Was ist die Gemeinde? Church is people. Kirche sind Leute. That are born again. Die wiedergeboren sind. Then confess Jesus as their Savior and Lord. Die Jesus als ihren Herrn und Retter bekennen. Those they were become a new creation in through Christ Jesus. Die durch den Christus Jesus zu einer neuen Schöpfung geworden sind. You know, and it is mean that no matter where they come from. Und egal wo sie herkommen, they are the church. Die sind die Kirche, die sind Gemeinde. So wherever I meet someone, wann immer ich jemandem begegne, from church, the question is, do you belong to Christ? Are you born again? Are you a new creation? Wenn ich jemanden begegne von der Kirche, von der Gemeinde, dann ist meine erste Frage: Bist du eine neue Schöpfung in Christus? Bist du wiedergeboren? Bist du? Okay, ihr wisst schon. Yeah. And if the person has this testimony, und wenn diese Person das bezeugen kann, this person is my brother or my sister, ist diese Person mein Bruder, meine Schwester, and we are one in Christ. Und in Christus sind wir eins. We don't build unity, we keep unity, the Bible says. Wir sollen nicht Einheit bauen und bewirken, wir sollen sie bewahren, sagt die Bibel. So when Paul says about this in this scripture where we just quote about this our calling, the whole chapter is about unity. Also diese Schriftstelle, die ich gerade zitiert habe, Epheser 4:1 über Berufung, da es geht dann weiter, das ganze Kapitel geht über Einheit. Make every effort to keep the oneness of the Spirit. Unternehmt jede Anstrengung, um die Einheit im Geist zu behalten. So we are one through Jesus Christ. Durch Jesus Christus sind wir eins. And if we understand this, we are not anymore. We are not
building unity, we just have to be careful to keep unity. Und wenn wir das verstanden haben, brauchen wir keine Einheit mehr zu bauen. Wir sollen nur darauf achten, dass wir die Einheit bewahren. Because we are already one. Denn wir sind schon eins. So our problem is that we find difficult to keep unity. Das einzige Problem ist, dass es uns schwerfällt, die Einheit zu halten. What is the root of all the divisions? Was ist die Wurzel all dieser Trennungen? Let me say, I believe this is pride. Also ich würde sagen, das ist Stolz. Always is pride. Es ist immer Stolz. When we take even the moves of God, renewals, revivals. Wenn wir diese Bewegungen Gottes, Erweckungen, Erneuerungen anschauen. They going, you know, they growing. Also sie wachsen, sie nehmen zu. And they fading. Und dann sacken sie wieder ab. Why? Warum? First, very often. People start to build their own kingdoms on base of God's move. Erstens, oft fangen Leute an, auf Grundlage dieser Bewegung Gottes ihr eigenes Königreich zu bauen. They try to build popularity, they try to build their name. Sie versuchen Beliebtheit zu erlangen, sie versuchen sich einen Namen zu machen. And God says, I will not give my glory to anyone. Aber Gott sagt, meine Ehre will ich mit keinem teilen. I will not give my glory to anyone. Ich gebe meine Ehre nicht aus der Hand, keinem. The other thing is with the pride is. Und das andere ist, wo Stolz ist. That very often this new move of God, the people of this new move of God. Sehr oft sind dann diese Leute in dieser neuen Bewegung Gottes. They say, now God is with us; He is not anymore with you. Die sagen dann, Gott ist mit uns; mit euch ist er nicht mehr. This is the history. Das ist Kirchengeschichte. You know, in the very beginning of the church, what happened? Auch ganz am Anfang der Gemeinde. Between Christians from pagans with Israel. Was geschah zwischen den Christen aus den Heiden und denen aus Israel? It's exactly what happened. Was geschah? God is working with us. He is not anymore working with you. Christians from pagans, they were saying this to the Jewish people. Da hieß es, Gott ist mit uns, mit euch Juden ist er nicht mehr. And this pattern often goes on and on. Und das setzt sich oft fort. And I think it's time to stop it. Und wir denken, es ist Zeit, dass das aufhört. You know, I've been in several moves of God, smaller or bigger. Also ich bin in mehreren Bewegungen Gottes gewesen, in kleineren und größeren. And I want to tell you that I experienced some of those things. Und ich kann euch sagen, ich habe einiges erlebt. And I am guilty today for some of my attitudes that was when I experienced this renewal or renewal in my history. Und heute kann ich sagen, ich habe mich schuldig gemacht in meinen Einstellungen in dieser Zeit, wo ich verschieden, ja. Suddenly, the church that I led was small church, about 70 people, and then suddenly it grew to over 200 members, just members of the church. Also, ich habe eine Gemeinde geleitet, die war klein, vielleicht 70 Leute. Auf einmal waren wir 200. There was a move of God, clear move of God. Offensichtlich hat Gott etwas getan. And then you think, okay, you know something. Und dann denkst du etwas. You are something over someone. Du weißt etwas und du erhebst dich. And very easily you look down to other people. Es geschieht sehr leicht, dass du dann auf andere herunterschaust. Even to those they are in the church and they don't embrace at the beginning, don't embrace this, the move of God. Vielleicht sind das Leute in deiner eigenen Gemeinde, aber sie sind zögerlich und schreien nicht gleich Hurra über das Neue, was Gott tut. You know, I've heard this. This also the statement the brother said that the people from the former move of God cannot embrace the new move of God. Wisst ihr, ein Bruder hat gesagt, die Leute, also Gottes Leute, haben oft Schwierigkeiten, zu dem Neuen, was Gott wirkt, ja zu sagen, zuzustimmen. I've been there. I thought the same way. Und ich habe auch so gedacht. But today I try to bring balance.
Aber heute versuche ich, ein Gleichgewicht herbeizuführen. I try to think, what is on my side? Ich versuche zu denken, was ist auf meiner Seite? That caused division. Das Spaltung verursacht. It's so easy to be judgmental when God is moving. Es ist so einfach, zu richten, zu verurteilen, was Gott tut. And say, okay, if you don't go with us, never mind. We move on. You can stay. Okay, und zu sagen, ach ja, okay, wenn ihr nicht wollt, dann tut was ihr wollt und ich gehe vorwärts. Ich gehe mit dem, was Gott tut. You know, this is my experience. Das habe ich erlebt. Because when I took over ministry. There was ministry. First, there was music ministry that my father led, and then later I took over the church as a pastor. Ich habe verschiedene Dienste nacheinander übernommen in der Gemeinde. Zuerst den Lobpreisdienst und dann wurde ich Pastor in der Gemeinde, die mein Vater geleitet hatte. I was so excited about what God is doing with me and through me. Es hat mich so begeistert, was Gott tut mit mir und durch mich. That I forgot them. Dass ich sie vergessen habe. I forgot the history they have. Ich habe vergessen, dass sie auch eine Geschichte haben. I was not interesting to hear what they have to say. Es hat mich gar nicht interessiert zuzuhören, was sie zu sagen hätten. I know they don't. Ich weiß, die wissen es nicht. I am new wineskin, I am new wine and this is old wineskin and old wine. Ich bin der neue Weinschlauch und das ist der alte Wein. By the way, übrigens, I think we shouldn't use this picture, this example in every situation when God is moving. Ich denke, wir sollten dieses Beispiel, dieses Bild nicht gebrauchen, wenn wir darüber reden, dass Gott etwas Neues tut. If you are born again, wenn du wiedergeboren bist, you are new wineskin. Dann bist du ein neuer Weinschlauch. Maybe it needs some time to be renewed, but this is not old wineskin, this is new wineskin. Vielleicht braucht dieser Weinschlauch ab und zu mal eine Verjüngungskur, eine Erfrischung, ein bisschen Pflege, aber trotzdem bist du dann noch nicht ein alter Weinschlauch, sondern you das see, ist der neue Weinschlauch. Even such a thing can bring division among people. Und wisst ihr, sogar so etwas kann Spaltung bringen im Volk Gottes. Or then you hear, you know, from people that stand, you know, this represent the new move of God. Oder dann hörst du von solchen Leuten, die für das Neue stehen, das Gott tut. And the others sitting, and they hear, you know, we've been taught wrong things. People that they say the old things were wrong. We know. Und die sagen, das Alte, was wir beigebracht gekriegt haben, das hat alles nicht gestimmt. Jetzt wissen wir es. Can you identify with this? You can Kennt hear ihr das? Habt ihr das auch schon mal? This is doesn't count anymore. We are new move. Das zählt nicht mehr. Wir sind jetzt auf Richtigen. Wir machen das Neue. Make every effort to keep unity in the bond of peace. Befleißigt euch, Einheit zu halten. There is one body. Es gibt einen Leib. One spirit. Einen Geist. You are called to one hope. Ihr seid zu einer Hoffnung berufen. One God and the Father. Ein Gott und Vater. And then Paul says in this chapter 4 of Ephesians. Und dann in Epheser 4 sagt Paulus weiter. The fivefold ministry. Der fünffache Dienst. Is to equip the saints. Soll die Heiligen ausrüsten. And we talk about different things. What does it mean to equip the church? Und wir sprechen über unterschiedliche Dinge. Was bedeutet es, die Gemeinde ausrüsten? Very often we just forget about next verse. Oft vergessen wir dann den nächsten Vers. Till we all come to the unity of the faith. Damit, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. You see, this is God's heart. Wisst ihr, das liegt Gott am Herzen. He is waiting for his ecclesia, for the church, to really to represent, to stand in unity. Er wartet darauf, dass seine Ecclesia, seine Kirche in Einheit steht. But there is some in this verse is something even more important. Aber in diesem Vers steht noch etwas und das ist noch wichtiger. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God.
to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Bis wir alle kommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur Vollkommenheit, zum Maß des Vollmaß der Größe Christi, des Wuchses Christi, sowas. You know, our testimony about unity is the testimony how Christ, how we are mature in Christ. Das Zeugnis unserer Einheit ist unsere Reife in Christus. So maturity in Christ is shown in unity. Die Reife in Christus zeigt sich in der Einheit. You understand? Ihr versteht das? Only maturity in Christ when we are one, we can say we are mature in Christ. Einheit in Christus gibt es nur, wenn wir reif sind. It means that we still have to think about it. Das heißt, da haben wir immer noch darüber nachzudenken. That's why he says in the, again in this chapter that we must walk in humility. Und das erfordert auch, wie es auch in diesem Kapitel heißt, dass wir in Demut wandeln. We have to learn to be humble before each other. Wir müssen lernen, voreinander demütig zu sein. This is the challenge. Das ist eine Herausforderung. This is a challenge. Das ist die Herausforderung. You see, I tell you, I went through all this, those things of the, through the different kind of divisions in my life. Ich habe allerhand Spaltungen erlebt. I follow Christ over now over 50 years. Für 50 Jahre folge ich jetzt Christus. And I experienced rejection. I experienced divisions. Man hat mich abgelehnt. Ich habe Spaltungen erlebt. In different relationships. In verschiedenen Beziehungen. I experienced betrayal. I was betrayed. Ja, I was betrayed. Ich habe Verrat erlebt. Bin verraten worden. But this taught me so much. Aber das hat mich so viel gelehrt. It taught me something about myself too. It taught me about myself. Ja, aber es hat mich über mich selbst gelehrt. About the things that I have to change in my life. Es hat mir gezeigt, was ich in meinem Leben ändern muss. Because it's so easy to show the finger to others. Denn es ist so einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. They are not good enough. Die sind nicht gut genug. I am better than they. Ich bin besser wie sie. So the unity, first, what I say, unity is the first thing is the matter of our identity. Also erstens, Einheit ist die Mutter, das Wichtigste, die Wurzel unserer Identität, dessen, wer wir sind. And we say a lot of, about us being a sons of God. Und wir sagen viel. Sons of God, we hear much about this conference about this. Wir haben in diesen Tagen viel darüber gehört, Söhne Gottes zu sein. We talk about sonship. Wir sprechen über Sohnschaft. We are son of God in Christ Jesus. In Jesus Christus sind wir Söhne Gottes. This is our true identity. Das ist, wer wir wirklich this sind. This is our personal identity. Das ist unsere persönliche Identität. And there is a national identity too. Aber es gibt auch eine nationale Identität, wer wir als Volk sind. And our national identity is the kingdom of God. Und als Volk sind wir das Reich Gottes. Our citizenship is in heaven. Our citizenship is in heaven. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. What is here on the earth? What is our social identity? Was ist hier auf der Erde? Wo gehören wir sozial gesehen dazu? Ecclesia. Zur Ecclesia. Church. Gemeinde, Ecclesia. Kirche. This is our social identity, and this Ecclesia has a purpose to exist here on the earth. Und diese Ecclesia, dass es die auf der Erde hier gibt, dafür gibt es einen Zweck. To represent the kingdom. Sie soll das Reich Gottes repräsentieren. To represent the king. Und sie soll den König vertreten. And we can only represent worldly, we can only represent it when we are one. Und das können wir nur, wenn wir eins sind. Because this is the nature of the kingdom.
Denn das ist das Wesen des Reiches Gottes. You see, we live in the Catholic country. I come from Poland, and Poland is a Catholic country. Also, ich lebe in einem katholischen Land. Ich komme aus Polen, und Polen ist ein katholisches Land. And today, what I see, God is really moving powerfully in the nation. Und ich sehe, dass Gott wirklich Großes tut in unserem Land. Be humble enough to start to think different way. Aber ich musste wirklich demütig genug sein, um anders denken zu lernen. To stop thinking systems, different systems as a church. Und nicht mehr in Kirchensystemen zu denken. Start thinking people. Sondern an Menschen zu denken. Start thinking people. Because church is people. Denn die Gemeinde, die Kirche besteht aus Menschen. Back in 75, God called me and with my music team to go to the Catholic camp, youth camps, to preach the gospel. 1975 hat Gott mich gerufen, mit meinem Lobpreisteam auf katholische Jugendfreizeiten zu gehen, um dort das Evangelium zu verkünden. My reaction was, Lord, what I can do this? What I should do this? Und ich habe gefragt, Herr, was soll ich da tun? Warum soll ich das tun? You know, at that time the Catholics for me were pagans, we for them were heretics. Damals waren die Katholiken für mich Heiden und wir waren für sie Irrlehrer, Ketzer. You know, when I was praying, you know what Lord said? Und als ich so gebetet habe, wisst ihr, was der Herr mir gesagt hat? You humble yourself before them. Demütige dich vor ihnen. It was hard to believe that it was voice of God. Also, wie sollte ich glauben, dass Gott so etwas sagt? But we did, we tried. Aber wir haben es geglaubt und wir haben es versucht. And this was so significant. Und das war so wichtig. I can only say that today I have opened doors to many, many, many groups, Catholic groups, charismatic groups. When I go, I teach, I speak to them, I meet with them, I meet on Zoom and so with the leaders, young leaders, so they are hungry. Okay, ich kann nur sagen, wir haben das getan, wir sind hingegangen, wir haben uns mit ihnen getroffen, wir haben mit ihnen gebetet und... So? What was the conclusion? Yeah, I mean that I have so access to them, I have to... Und inzwischen, jetzt habe ich total Zugang zu ihnen. Wir begegnen uns, wir treffen uns, wir haben Gemeinschaft. I have many now sons and daughters within the Catholic Church. Und jetzt habe ich in der katholischen Kirche viele, viele Söhne und Töchter. And they turn to me because they are hungry. Und sie sind hungrig. And they trust me. Und sie vertrauen mir. You know, this happened because they were telling to the other people that they never try to pull people out of the Catholic Church. Und das konnte geschehen, weil die einen, die haben den anderen gesagt, weißt du, die haben nie versucht, uns aus der katholischen Kirche rauszuziehen. I was to preach the gospel and the rest is on God to do what he wants to do. Meine Aufgabe ist das Evangelium. And today, meine Aufgabe ist das Evangelium zu verkünden und den Rest muss ich Gott überlassen. You know, and today God is moving among Catholics so powerfully in Poland. Und heute wirkt Gott so stark unter den Katholiken in Polen. Young people are hungry. Die jungen Leute sind hungrig. Not only young, this middle generation, people are so much fed up with the systems. Und auch die mittlere Generation, die Leute sind so, die haben so die Nase voll vom System. I think we can say systems, not only one system. Also von den Systemen können wir sagen, es ist nicht nur eines. So they are hungry for God. Sie haben Hunger nach Gott. I met not so long ago, I met a couple on one of the conferences. Und ich habe an einer Konferenz ein Ehepaar getroffen. They are Catholics. Sie sind Katholiken. But they say, you know, we just going through the change. We are converting now, but we have people around us that look to us and we have to lead them. Und sie sagen, bei uns verändert sich gerade alles. Wir verändern uns sehr, aber wir haben Leute um uns herum und die schauen zu uns hoch und wir sollen sie leiten. You know, because God is moving. Denn Gott tut etwas.
And God is changing them. Und Gott verändert sie. And I have to be one that I will see the church not through the systems but through the to their hearts. Und ich habe die Kirche nicht anzusehen durch das System oder als System, sondern ich muss die Herzen sehen. Another thing that I would like to say in this context of unity. Etwas anderes, das ich sagen muss rund um Einheit. Is unity between generations. Ist die Einheit zwischen den Generationen. I have only 2 minutes, so I am not going to develop this. Also ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. But this is so strategic. This scripture from Malachi, last two verses. Aber das ist so strategisch. Das sind die letzten 2 Verse vom Buch Malachi. You know, this relationship between generations, it's so important that God says that it depends whether the curse will come or not. Wisst ihr, die Beziehung zwischen den Generationen ist so wichtig, dass Gott sagt, wenn die nicht stimmt, dann kommt Fluch, wenn sie stimmt, dann kommt er nicht. We don't understand fully what does it mean. Das begreifen wir nicht bis zum letzten Ende, was das bedeutet. But it's time that the hearts of the fathers will be turned to the sons and sons to the fathers. Aber es ist Zeit, dass die Herzen der Väter den Kindern zugewendet werden und die Herzen der Kinder zu den Vätern. It goes both sides. Das ist zweiseitig. And you know, for me, it doesn't matter who has to be first. Fathers to the sons or sons to the fathers. Für mich ist es egal, wer den Anfang macht, dass, ob die Väter sich zu den Söhnen oder die Söhne sich zuerst zu den Vätern wenden. You know why? Wisst ihr warum? Because it's a matter of heart connections, not just being together. Denn das sind Herzensbeziehungen. We often think about generations. Okay, the next generation has to take over the ministry that we do. Oft denken wir über die junge Generation so, naja, sie muss das fortsetzen, was wir tun. So in fact, this is, we talk about work. Also wir denken und reden über Arbeit. We want that our work will be continued. Wir wollen, dass unser Werk sich fortsetzt. But this verse, this scripture says about turning hearts of the fathers to the sons and sons to the fathers. Aber in Malachi 3, da heißt es, dass die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern bekehrt werden. When hearts are connected, wenn Herzen miteinander verbunden sind, everything is different. Dann ändert sich alles. Do you believe it? Glaubt ihr das? When hearts are connected. And we have a big crisis today. Wenn die Herzen verbunden sind. Und heute haben wir eine große Krise. Because the world system does everything to divide generations. Denn das Weltsystem macht alles, um die Generationen zu spalten. Because he knows that he, if he will divide the generations, he wins. Denn er weiß, wenn er die Generationen voneinander trennen kann, dann hat er leichtes Spiel, dann gewinnt er. So, all those things, independence, selfishness, all those things, the Bible says that with Allah in last days, we can see it among in generations, between generations. Also all diese Selbstsucht und Stolz und Ungehorsam und sowas, was Paulus da schreibt, das sehen wir zwischen den Generationen. It's time to stop it. Und es ist Zeit, dass das aufhört. And go in this different direction. Und in die andere Richtung zu gehen. In God to go in opposite spirit. Im entgegengesetzten Geist zu wandeln. But in order to get there. Aber um dorthin zu kommen, we need revelation of the kingdom of God. Brauchen wir Offenbarung vom Reich Gottes. We need revelation of unity of the, from the kingdom. Wir brauchen Offenbarung von Einheit und Offenbarung vom Reich Gottes. And we need revelation of the fatherhood of God. Und wir brauchen die Offenbarung der Vaterschaft Gottes. Revelation, not knowledge. Nicht Kopfwissen. Not our own image of God, but really revelation who he is. Nicht unser eigenes Gottesbild, sondern Offenbarung dessen, wer er ist. When we have this, when we have this, und wenn wir das haben, I am satisfied because I know the devil is defeated. Dann bin ich zufrieden, weil dann weiß ich, der Teufel ist besiegt. And the kingdom of God expands. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Father, I thank you for this time together.
Vater, ich danke dir für diese Zeit. I thank you for your revelation. Wir danken dir für deine Offenbarung. We thank you for revelation of your kingdom. Wir danken dir für das Offenbarwerden deines Reiches. Lord, help us. Herr, hilf uns. To really give ourselves. Uns wirklich hinzugeben. To really discover who you are, Father. Dass wir wirklich entdecken, wer du bist, Vater. Who you are in us. Wer du bist in uns. And who we are in you. Und wer wir sind in dir. Reveal yourself to us. Offenbare dich uns. And reveal your kingdom. Und baue dein Reich. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Dieser Arm hat keine Einheit mehr mit dem Leib. Bleibt in mir und ich in euch. Wie ein Arm nichts von sich selbst tun kann, er bleibe denn an mir. Aber wie geht Einheit? Gleich wie ich mit dem Vater, so ihr mit mir. So wie ihr mit mir, so könnt ihr untereinander eins sein. Jesus betet in Johannes 17 für drei Dinge, damit Einheit überhaupt möglich wird. Ohne die Erfüllung dieser drei bleibt Einheit weiterhin ein Traum. Starte dein persönliches Einheitsentwicklungslabor. Denn wo zwei oder drei so eins werden, gibt es keine Begrenzungen mehr. Also, wie geht Einheit? Hol dir das Buch mit der Anleitung zum persönlichen Einheitsentwicklungslabor. Wer stellt sich zur Verfügung, die Spaltung zu beenden? Ich. Heiliger Geist, gebrauche uns. Gebrauche uns, um ein lebendiges Zeugnis zu sein. Holy Spirit, use us to be living witnesses. Ein Beispiel für das, was der Ausdruck deiner Einheit ist. And just to be an outward expression of what your will is. Amen. So, jetzt habe ich dem Rambazamba Ministry gebeten, uns 3 Minuten zu dienen. We've asked the Rambazamba Ministry to come here for a little while. Rambazamba Ministry, come and bless us. Put your right foot in and you shake it all about. Do the holy pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Come on. You put your left arm in, you put your left arm out. You put your left arm in and you shake it all about. You do the holy pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Come on now. You put your left foot in, you put your left foot out. Put your left foot in and you shake it all about. You do the holy pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. Oh, I will dance, dance, dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Come on now. When the Spirit of the Lord upon my heart dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance. Like all right now, dance. Just dance now. Woo, come on. Okay. Tons fit in hand. Just move your arm. Mit den Armen. Healing is released today. Heilung wird freigesetzt heute. Healing in your bodies. Heilung in deinem Körper. Movement, motion. Bewegung, Bewegung. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. We are being healed right now. Wir werden jetzt geheilt. By the power of the Holy Spirit. Durch den Kraft des Heiligen Woo. Geistes. Come on, just one more minute. Nur eine Minute. One more minute. Nur eine Minute. Dance, dance. Tanz, 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 tanz. Jetzt den Kanal abonnieren.
teile den Link auch mit deinen Freunden. Besuche die Website bewegen.love. Wenn du möchtest, kannst du auch die Waisenkinderprojekte von Mission is Possible in Albanien unterstützen.